Seit jeher stellen sich die Menschen die Frage, wohin steuert die Welt? Was erwartet uns in der Zukunft? Die alten biblischen Texte, vollgepackt mit geheimnisvollen Prophezeiungen, wurden über Jahrhunderte hinweg als spirituelle Hinweise betrachtet, die sich erfüllen könnten, aber nicht müssen, in ferner Zukunft. Doch es beginnt sich etwas zu ändern. Heute, in der Ära globaler Erschütterungen, Pandemien, politischer Unruhen, Naturkatastrophen und zunehmendem Chaos, beginnt immer mehr Menschen, die biblischen Prophezeiungen aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. Ist es möglich, dass Ereignisse, die zufällig erscheinen, in Wirklichkeit Zeichen des nahenden Endes der Ära sind, von dem die Propheten vor Tausenden von Jahren gesprochen haben? Leben wir in einer Zeit, die die Bibel als letzte Tage ankündigt? Für viele von uns, die die weltpolitische Bühne beobachten, wächst die Besorgnis. Wir sehen eine zunehmende Anzahl von Katastrophen, steigende Spannungen zwischen den Nationen und auch eine wachsende geistige und moralische Spaltung. Wie kann es sein, dass Texte, die in der Antike geschrieben wurden, so präzise das beschreiben, was jetzt geschieht? Jesus, der die Ereignisse ankündigte, die seinem zweiten Kommen vorausgehen sollen, sagte klar: Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht erschreckt. Denn das muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Diese Worte, obwohl vor 2000 Jahren niedergeschrieben, scheinen immer mehr mit dem übereinzustimmen, was wir in der modernen Welt beobachten. Kriege und Konflikte sind tägliche Nachrichten. Und die globalen Spannungen zwischen den Großmächten erreichen ein Niveau, das selbst die erfahrensten Politiker beunruhigt. Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China eskaliert seit Jahren. Anfangs ging es hauptsächlich um wirtschaftliche Fragen, Zollkriege und technologische Rivalität. Doch die jüngsten Ereignisse, wie die verstärkte militärische Präsenz Chinas im Südchinesischen Meer oder deren Ambitionen in Bezug auf Taiwan, bringen die beiden Länder näher an eine potenzielle militärische Konfrontation. Einige Szenarien besagen, dass der Konflikt um Taiwan in einen ernsthaften Weltkrieg ausarten könnte, was sich in die biblische Vision von zunehmenden Kriegen einfügt. Die Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Großmächten, insbesondere den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, sind angespannter denn je seit dem Kalten Krieg. Der Krieg in der Ukraine, ein brutaler Verstoß gegen die Souveränität eines unabhängigen Staates, hat nicht nur Tausende von Menschenleben gefordert, sondern auch die gesamte Europäische Union destabilisiert. Der Krieg, dessen Ende noch nicht in Sicht ist, versetzt die Welt an den Rand einer neuen Ordnung, in der das Risiko einer nuklearen Konfrontation wächst. Dieser Konflikt könnte leicht auf andere Länder übergreifen und zu einer globalen Katastrophe führen. Die Zusammenarbeit zwischen Russland und China, insbesondere im Kontext ihrer gemeinsamen Abneigung gegenüber dem Westen, weckt zusätzliche Besorgnis. Die Verstärkung der Allianzen zwischen diesen beiden Großmächten, die an verschiedenen Fronten versuchen, die Position der USA und ihrer Verbündeten zu schwächen, könnte zu unvorhersehbaren Folgen führen. Sind wir Zeugen der Entstehung von Blöcken, die an die Zeiten des Kalten Krieges erinnern, jedoch in einer noch komplexeren globalen Welt? Darüber hinaus dauern die Konflikte im Nahen Osten seit Jahrzehnten an. Und diese Region ist seit langem das Epizentrum globaler Spannungen. Insbesondere Israel und seine Nachbarn sowie der Konflikt mit dem Iran ziehen die Aufmerksamkeit der Welt auf sich. Viele Bibelwissenschaftler weisen darauf hin, dass der Nahe Osten, insbesondere Israel, eine Schlüsselrolle in den Prophezeiungen über das Ende der Zeiten spielt. Propheten haben immer wieder auf Jerusalem als zentralen Punkt zukünftiger globaler Konflikte hingewiesen. Der Anstieg der Spannungen zwischen Israel und dem Iran, das Engagement regionaler Mächte sowie die Bürgerkriege in Syrien und Jemen sind nur ein Teil der langen Liste von Bedrohungen, die weiterhin Besorgnis auf internationaler Ebene auslösen. Wenn wir die heutige Welt betrachten, wird es leicht, die Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium erfüllt zu sehen. Kriege und Kriegsgerüchte sind zu einem unvermeidlichen Bestandteil der modernen Realität geworden. Globale Spannungen, Konflikte um Ressourcen, ideologische und religiöse Unterschiede scheinen die Welt in Richtung einer unausweichlichen Konfrontation zu treiben. Die Frage ist, sind wir Zeugen von Ereignissen, die die Bühne für die Erfüllung weiterer biblischer Prophezeiungen vorbereiten? Kriege waren immer Teil der Menschheitsgeschichte, aber niemals war die globale Ordnung so instabil und unvorhersehbar wie heute. In einer Zeit, in der der Zugang zu Nuklearwaffen und modernen Kriegstechnologien die Welt innerhalb weniger Stunden zerstören könnte, klingen die Worte Jesu mehr denn je wie eine Warnung. Vielleicht ist das, was wir auf der internationalen Bühne sehen, nur ein Vorspiel zu den Ereignissen, die noch kommen werden. Im Matthäusevangelium spricht Jesus von Zeichen, die das Ende der Zeiten ankündigen werden,
Es wird Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben. Diese Ereignisse beschränken sich nicht nur auf Kriege und politische Spannungen. Jesus erwähnt ausdrücklich Naturkatastrophen, die die Erde und die Menschheit erschüttern sollen. In der heutigen Zeit, in der klimatische Phänomene und Naturkatastrophen immer unvorhersehbarer und zerstörerischer werden, stellen sich viele die Frage: Sind diese Ereignisse nur das Ergebnis des Klimawandels oder könnten sie Teil der in der Bibel angekündigten Prophezeiungen sein? Wetterereignisse werden immer extremer und ihre zerstörerischen Folgen erschüttern ganze Gesellschaften. Die letzten Jahre waren reich an Naturkatastrophen, die als Zeichen der Zeit angesehen werden könnten. Brände in Australien und Kalifornien. Im Jahr 2019 und zu Beginn des Jahres 2020 erlebten Australien und Kalifornien einige der schlimmsten Brände in der Geschichte. Australien wurde von weitreichenden Bränden verwüstet, die Milliarden von Tieren töteten, Tausende von Häusern zerstörten und Millionen von Hektar Land verbrannten. Auch Kalifornien, das regelmäßig von saisonalen Bränden heimgesucht wird, erlebte im Jahr 2020 rekordverdächtige Zerstörungen. Die Heftigkeit dieser Brände und ihre Ausmaß lassen uns darüber nachdenken, ob sie tatsächlich nur das Ergebnis des Klimawandels sind oder ob sie eine tiefere, prophetische Bedeutung haben. Überschwemmungen in Europa. Europa, normalerweise mit einem stabilen Klima assoziiert, hat in den letzten Jahren Katastrophen erlebt, die die Bewohner überrascht haben. Überschwemmungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden im Jahr 2021 zerstörten Tausende von Häusern und forderten Hunderte von Menschenleben. Plötzlich und unerwartet verwandelten gewaltige Stürme und starke Regenfälle die Landschaft Europas in eine Zone der Zerstörung. Ist es nur ein Zufall, dass solche heftigen Katastrophen auch Regionen betreffen, die bisher von solchen Phänomenen verschont geblieben sind? Erdbeben sind eines der am häufigsten in der Bibel erwähnten Phänomene, die göttliche Eingriffe und bevorstehende Ereignisse von großer Bedeutung symbolisieren. Im Jahr 2020 wurde die Türkei von starken Erdbeben getroffen, die große Zerstörungen und Todesopfer verursachten. Diese Naturkatastrophen, die in verschiedenen Teilen der Welt auftreten, könnten als Warnungen interpretiert werden. Symbole für unruhige Zeiten, die noch kommen werden. Jesus sprach im Lukas-Evangelium von Seuchen als einem der Zeichen des nahenden Endes. Die Geschichte kennt viele solche Seuchen, aber die Pandemie, die 2020 begann, zeigte, wie eine globale Krankheit die ganze Welt erschüttern kann. Hunderte Millionen Infizierte, Millionen Tote, geschlossene Grenzen und gelähmte Volkswirtschaften. Die Pandemie offenbarte die Fragilität der modernen Zivilisation. Katastrophen und Pandemien sind nicht die einzigen Warnzeichen. Im zweiten Brief an Timotheus beschreibt der Apostel Paulus den spirituellen und moralischen Niedergang der Menschheit in schwierigen Zeiten. In diesen Versen lesen wir von Menschen, die selbstsüchtig, habgierig, hochmütig, lästerlich, ungehorsam gegenüber den Eltern, undankbar, gottlos sein werden. Diese Worte scheinen die moderne Realität perfekt zu beschreiben, in der Säkularisierung und das Abweichen von traditionellen Werten alltäglich geworden sind. In westlichen Ländern, die einst Bastionen des Christentums waren, spielt Religion eine immer geringere Rolle im öffentlichen und privaten Leben. Der Anstieg von Atheismus, Agnostizismus und Bewegungen, die eine völlige Trennung von Religion und öffentlichem Leben fördern, ist überall sichtbar. Werte, die einst die Gesellschaften prägten, wie Familie, Ehrlichkeit oder Respekt vor anderen, werden heute oft durch Selbstverwirklichung, Egoismus und Materialismus ersetzt. Neue soziale Normen und sich verändernde moralische Prinzipien könnten ebenfalls als Teil der angekündigten spirituellen Krise gesehen werden. Die Neubewertung der Ehe, die Förderung des Konsumismus und das Abweichen von traditionellen Werten sind nur einige Beispiele für ein Gesellschaftsbild, das göttliche Prinzipien zugunsten der Freiheit ablehnt, wie sie vom Menschen definiert wird. Die moderne Welt kämpft mit einer Krise zwischenmenschlicher Beziehungen. Immer mehr Scheidungen, Familienauflösungen, soziale Isolation und das Verschwinden menschlicher Bindungen. Die Gesellschaften werden zunehmend individualistischer und die Sorge um den anderen weicht Egomanie und Gleichgültigkeit. Sind diese modernen Phänomene ein weiterer Beweis dafür, dass wir in den von Apostel Paulus angekündigten schwierigen Zeiten leben? Schauen wir uns nun Israel als Zentrum biblischer Prophezeiungen an. Israel, ein kleines Land im Nahen Osten, spielt seit Jahrhunderten eine Schlüsselrolle im göttlichen Plan für die Menschheit. Und laut vielen biblischen Prophezeiungen soll es das Zentrum der Ereignisse der Endzeit sein. Für gläubige Menschen stellt diese Nation eine Art Uhrwerk der göttlichen Geschichte dar. Das, was in Israel geschieht, hat nicht nur lokale, sondern globale und geistliche Bedeutung. Die Rückkehr der Juden in ihre Heimat und insbesondere die Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 wird von vielen als klarer Beweis angesehen,
dass die in der Bibel enthaltenen Prophezeiungen beginnen sich zu erfüllen. Die nationale Wiedergeburt Israels nach fast 2000 Jahren der Zerstreuung war ein beispielloses Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Laut biblischen Prophezeiungen sollten die Juden in ihr Land zurückkehren, das Gott Abraham und seinen Nachkommen versprochen hatte. Propheten wie Ezechiel und Jesaja haben diesen Rückkehr über die Jahrhunderte hinweg angekündigt. Und im Jahr 1948, nach Jahren des Kampfes, Leidens und der Zerstreuung, wurde der Staat Israel tatsächlich neu gegründet. Für viele Menschen war dieses Ereignis ein Beweis dafür, dass der göttliche Plan auf greifbare Weise umgesetzt wird und die Worte der Heiligen Schrift in der Geschichte ihre Erfüllung finden. Im Buch Ezechiel verspricht Gott, sein Volk aus der Zerstreuung zu sammeln und in sein Land zurückzuführen. Und ich werde euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde euch von aller Unreinheit reinigen und euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ezechiel, der diese Worte schrieb, bezog sich auf die Zukunft Israels und kündigte die geistliche und physische Erneuerung der Nation an. Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 war nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch ein geistliches Zeichen. Viele Prophezeiungen deuten darauf hin, dass Israel in der Endzeit eine Schlüsselrolle auf der Weltbühne spielen wird und dass Jerusalem das Zentrum der Ereignisse sein wird, die die Rückkehr des Messias vorbereiten. Im Buch Sacharja lesen wir: An jenem Tag werde ich Jerusalem zu einem schweren Stein für alle Völker machen. Alle, die versuchen werden, ihn zu erheben, werden sich daran verletzen. Israel ist bereits jetzt eines der umstrittensten Gebiete der Welt, und seine Rolle in der internationalen Politik und im Nahostkonflikt zieht die Aufmerksamkeit nicht nur regionaler, sondern auch globaler Mächte auf sich. Die Rückkehr der Juden in das verheißene Land, obwohl verbunden mit der nationalen Wiedergeburt Israels, hat auch eine geistliche Dimension. Propheten haben angekündigt, dass Gott nicht nur sein Volk sammeln, sondern auch eine geistliche Erneuerung Israels bewirken wird. Im Buch Ezechiel gibt es die berühmte Vision des Tals der trockenen Knochen, in der Gott die toten Knochen, die Israel symbolisieren, wiederbelebt und ihnen neues Leben gibt. Diese Vision ist nicht nur ein Bild der nationalen Wiedergeburt, sondern auch eines geistlichen Erwachens, das unter den Juden in der Endzeit stattfinden soll. Der moderne Staat Israel, obwohl bereits in sein Land zurückgekehrt, bleibt weiterhin im Zentrum von Spannungen und Konflikten. Viele Prophezeiungen deuten darauf hin, dass die wichtigsten Ereignisse der Endzeit gerade um Israel herum stattfinden werden. Prophezeiungen sprechen von der Wiedererrichtung des Tempels in Jerusalem, großen internationalen Konflikten, die diese Nation betreffen werden, und der Wiederkunft des Messias, die die Zeit des Leidens und Kampfes beenden wird. Gehen wir weiter, sehen wir, wie die technologischen Entwicklungen, die in einem beispiellosen Tempo voranschreiten, gleichzeitig Hoffnung und Besorgnis hervorrufen. Viele Menschen fragen sich angesichts der modernen Veränderungen, ob diese neuen Werkzeuge der Kontrolle und Überwachung möglicherweise die Erfüllung biblischer Prophezeiungen darstellen. Im Buch der Offenbarung wird von dem Zeichen des Tieres gesprochen, das als Werkzeug der globalen Kontrolle dienen wird. Ohne dieses Zeichen wird niemand kaufen oder verkaufen können. Im Kontext der modernen Technologien wie digitale Währungen, Mikrochip-Implantate, Bürgerüberwachung oder künstliche Intelligenz beginnen viele, die reale Möglichkeit der Erfüllung dieser Prophezeiung zu erkennen. Im Buch der Offenbarung lesen wir: Und es bewirkt, dass alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, ein Malzeichen auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn empfangen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, dass er das Malzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Diese Prophezeiung über das Zeichen des Tieres wird seit Jahrhunderten als Warnung vor einem globalen Kontrollsystem interpretiert, das in der Endzeit der Menschheit aufgezwungen werden wird. In der heutigen Zeit, mit dem Fortschritt der Technologie, sehen viele beunruhigende Zeichen, dass ein solches System möglicherweise am Horizont steht. In den letzten Jahren wird immer häufiger über den Übergang zu digitalen Finanzsystemen gesprochen, wie Kryptowährungen und digitale Staatswährungen. In vielen Ländern, einschließlich China, werden Experimente mit der Einführung digitaler Währungen durchgeführt. Dieses System, obwohl es Vorteile wie größere Bequemlichkeit und Sicherheit bringen könnte, öffnet die Tür zu einer vollständigen Kontrolle über jede Finanztransaktion. In einem solchen System wäre es möglich, den Zugang zu Geld für jeden zu blockieren, der bestimmte Anforderungen nicht erfüllt oder sich nicht an bestimmte Regeln hält. Digitale Währungen, kombiniert mit einem globalen Überwachungssystem, könnten ein Werkzeug werden, das es ermöglicht, jeden Aspekt des Lebens der Bürger zu kontrollieren, einschließlich Kauf und Verkauf, was perfekt in die Vision des Zeichens des Tieres passt. Moderne Technologie ermöglicht die Installation von Mikrochip-Implantaten, die sowohl als Identifikations- als auch als Finanzinstrumente fungieren können.
In einigen Ländern werden bereits Chips getestet, die unter die Haut implantiert werden können und die es ermöglichen, Zahlungen vorzunehmen, Türen zu öffnen oder auf verschiedene Dienstleistungen zuzugreifen. Solche Technologien, obwohl sie als moderne und bequeme Lösung erscheinen mögen, wecken bei vielen Gläubigen Assoziationen mit der Prophezeiung vom Zeichen auf der Hand oder der Stirn. Ist es möglich, dass Mikrochip-Implantate, die immer häufiger werden, eine Form der Vorbereitung auf die globale Kontrolle darstellen, die im Buch der Offenbarung angekündigt wird? Immer mehr Länder führen Technologien ein, die eine bisher unerreichte Überwachung der Bürger ermöglichen. Die Einführung spezieller Reisepässe, Gesundheitsüberwachungs-Apps oder Gesichtserkennungssysteme sind nur einige Beispiele dafür, wie Technologie den Regierungen ermöglicht, ihre Bürger zu überwachen. Einerseits können diese Technologien zum Schutz der Gesellschaft verwendet werden, andererseits können sie zu totalitärer Kontrolle führen, bei der jede Bewegung des Bürgers überwacht und bewertet wird. In der Ära des Internets wird die Kontrolle über Informationen ebenfalls zu einem entscheidenden Machtinstrument. Regierungen und Unternehmen haben immer größere Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen, was Menschen in sozialen Medien und im Internet sehen und lesen. KI-Algorithmen können nicht nur überwachen, sondern auch Inhalte zensieren, die als unangemessen gelten. In einer solchen Welt wird die Kontrolle über Gedanken und Meinungen zunehmend real. Beim Nachdenken über die moderne Welt ist es schwer, nicht zu erkennen, dass viele Phänomene und Ereignisse ihre Entsprechung in biblischen Prophezeiungen haben. Globale politische Spannungen, Kriege, Katastrophen und die Entwicklung von Technologien, die Kontrolle über die Menschheit ermöglichen. All dies scheint mit dem Bild der Endzeit übereinzustimmen, das die Heilige Schrift zeichnet. Doch trotz zahlreicher Zeichen ist es unmöglich, genau zu bestimmen, wann diese Ereignisse eintreten werden. Die Bibel sagt, dass niemand den Tag noch die Stunde kennt, weshalb eine gewisse Geheimnisvollheit darüber bleibt, wie nahe wir dem Ende der Zeiten sind. Nicht alles ist offensichtlich. Viele Phänomene können auf natürliche Weise erklärt werden. Politik, Technologie und Klimawandel sind Elemente, die die Menschheit seit Jahrhunderten begleiten. Für gläubige Menschen, die die Welt durch das Prisma der Prophezeiungen betrachten, können jedoch die aktuellen Ereignisse alarmierende Signale sein, dass wir in Zeiten leben, die in den Seiten der Bibel angekündigt wurden. Unabhängig davon, ob man glaubt, dass wir in den letzten Zeiten leben, oder ob man diese Ereignisse lediglich als weitere Etappen der Geschichte betrachtet, bleibt eines sicher: Die Bibel fordert uns auf, bereit zu sein. Jesus hat wiederholt betont, dass seine Rückkehr plötzlich wie ein Dieb in der Nacht geschehen wird, weshalb es wichtig ist, dass wir immer auf sein Kommen vorbereitet sind. Diese Vorbereitung besteht nicht nur darin, Zeichen zu beobachten, sondern vor allem im geistlichen Wachstum, der Nähe zu Gott und einem täglichen Leben im Einklang mit seinem Willen.